Leute, ein Crimex hat alle Autos aus meinem Auto ausgeklaut und ich sag euch ehrlich, das kann nicht so weitergehen. Wir werden heute Rache nehmen und alle ein Crimex Paul Berger Limo Autos klauen aus seinem Autohaus als Rache, Leute. Deswegen lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, ich bin hier gerade in meinem Büro und ich hab's euch schon gesagt, es ist was Schlimmes passiert. Alle meine Autos wurden geklaut und die Sicherheitskameras werden uns auf jeden Fall zeigen, wer es war, Leute. Ich mache jetzt hier den Fernseher an. Und wir gucken jetzt rein, wer der Dieb ist, Leute. Leute, guckt mal an, wir haben hier die Überwachungskamera angemacht. Und ein Crimex tut einfach bei mir einbrechen. Ey, das gibt es nicht. Guck, oh mein Gott, er macht den Lamborghini kaputt. Und er nimmt ihn einfach. Er hat einfach den Taki Lamborghini geklaut. Ey, Leute, was soll das denn? Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wer der Dieb ist in meinem Autohaus. Und ich werde ihn auf jeden Fall mal drauf ansprechen, weil vielleicht weiß er gar nicht, dass ich es weiß. Und guck mal, er crasht sogar beim Rausfahren. Das kann doch nicht sein, mein armes Auto. Und jetzt ist er weg. Ey, Leute, das gibt Rache. Leute, ihr habt die Überwachungskameraaufnahmen gesehen und ich habe sofort die Polizei kontaktiert. Die sollte auch schon irgendwie gleich ankommen, Freunde. Alle meine Autos sind einfach weg. Also ich kann es immer noch nicht fassen. Ey, das kann einfach nicht sein, Leute. Mein Taki-Mobile-Business lief so gut. Oh, guck mal, der Officer ist schon da. Wir werden ihn sofort eine Anzeige erstellen. Hier, so, Sir, guten Morgen. Wie sind das also? Ja, geht Ihnen das hier? Ja, ja, genau. Und zwar habe ich ein riesiges Problem. Und zwar, meine ganzen Autos wurden geklaut. Hier vorne stand ein Lamborghini, hier vorne stand noch ein BMW, da hinten schon noch ein AMG und ich habe sogar Überwachungskameraaufnahmen. Was für ein Zufall, ne? Russig. Der Russig, bei ihm wird geklaut und zwar Autos. ja, aber ich habe Beweise, ich weiß ganz genau, wer es war und zwar iCrimex. Ja, okay. Na, natürlich macht das Sinn. Der größte Autodieb wird beklaut und das natürlich von einem reichen Mitbürger. Gucken Sie mal, ich habe alles wirklich hier. Hier Überwachungskameraaufnahmen, gucken Sie mal rein. Da sieht man, wie er in den Lambo steigt. Ja, und damit kann ich leider nicht verwenden und könnte ein Deepfake sein, ne? Das ist ja wie heutzutage dieser AI-KI. Ja, aber man sieht doch glasklar, dass das ist. Sie müssen doch wenigstens mal hinfahren und ermitteln oder sowas. Ja, ich habe gerade einen wichtigen Einsatz bekommen. Sollten Sie kein Geständnis von dem Jungen haben, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Wie ein Geständnis? Als ob er es gesteht, dass er bei mir geklaut hat. Machen Sie eine Anzeige und dann gucken wir mal, Zeit haben zum Ermitteln. Na, tschö. Ey, das kann doch nicht sein. Auf Wiedersehen. Ey, die Officer, auf die ist auch gar kein Verlass, Leute. Mein Taki-Autohaus ist komplett leergeräumt. Ich werde jetzt sofort zu Max fahren. Ich tue mal so, als würde ich nichts wissen und sprechen. Ich guck mal, was er so macht, Leute. Es muss ja irgendwie einen Sinn haben, wieso er bei mir Autos geklaut hat. Vielleicht entweder, weil, ich weiß nicht, Leute. Könnt ihr euch vorstellen, was er gemacht hat? Entschuldigung, Sir. Ich weiß, es ist Notfall. Ich muss ihr Auto jetzt nehmen. So, wir fahren jetzt mal rüber zu Max und gucken mal, was er so macht, ja? Wir fahren mal rüber. So, Leute, ich bin nämlich zu Max seinem was? Hier ist nicht mein Crimex Customs, sondern iCrimex Paul Berger Customs. Okay, interessant, interessant, Leute. Wir gehen mal rein. Wir wissen von nichts, ne? Wir sind natürlich auch hier so undercover. Moin, hallo, ist hier jemand? Hallo, Max? Wie geht's dir, Bro? Alles gut? Oha, was? Paul Berger Auto? McLaren? Ja, ja. Paul Berger Lamborghini? Schön, ja, genau, schön, genau, schön. Ja. Ja, oh mein Gott, und ein Paul Berger für... Oh mein Gott, ein Paul Berger Ferrari, wie krass sehen bitte die Autos aus. Bei Max, bei mir ist irgendwas passiert, ich habe mein Taki Lambo verloren. Hast du vielleicht was mitbekommen? Hä? Nö. Nichts, gar nichts? Das tut mir ja leid für dich, was da bei dir passiert ist. Ja, irgendwie ist jemand bei mir eingebrochen, hat alles genommen. Aber ja, ich denke... Also, es wird hier wirklich immer krimineller und schlimmer in der Stadt. Ja, ich glaube, du solltest echt auf deine Paul Berger Autos aufpassen. Nicht, dass jemand sie klaut. Tut mir echt leid. Ja, ja, ja. Ich werde auf jeden Fall gut aufpassen. Darauf. Ja, okay. Danke dir. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du was weißt. Aber dann gucke ich mal bei der Polizei, ja? Ja, ja. Nee, du weißt ja nichts gehört, nichts gesehen. Okay, alles klar. Merke ich mir, Bro. Tschüss. Hey Leute, irgendwas stimmt da nicht, Leute. Er sagt, er hat nichts gesehen. Er war bei mir im Autohaus. Ich habe es doch ganz genau gesehen, Leute. Ich sag euch so, wie es ist. Wenn Max es so will, dann werden wir seine Autos klauen. Das Problem ist, ich kann jetzt absolut nicht die Autos klauen, weil erstens, er weiß, dass ich hier bin. Zweitens, er ist im Laden. Und drittens,
Ich weiß nicht, wie ich am besten vorgehen soll, Leute. Ich weiß nicht, wie gut es iCramix Paulberger Customs gesichert ist, aber wir werden jetzt erstmal warten, bis Max Feierabend macht und ich hoffe, dass ich vielleicht schaffe, dann das erste Auto zu klauen, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, wir müssen auch mal vielleicht abwarten und uns verstecken, Freunde. Ich gehe einfach mal hier nach oben und wir warten, bis Max Feierabend macht. Leute, hey, da kommt irgendjemand angefahren. Ist es ein Kunde? Wartet mal, wir müssen da ein bisschen gucken, was da abgeht. Irgendein Typ im Lamborghini. Max in seinem Paulberger Limo. Ey, er nimmt natürlich den Lamborghini. Er hat meinen Takis Lamborghini geklaut und bestimmt zu seinem Paulberger. Ah, die machen da was. Die besprechen sich da, Leute. Oh, Anweisungen? Sieht aus wie so eine Anweisung oder so. Na gut, okay. Okay, ich glaube... Oh, ich glaube, das ist ein Security. Okay, wir lassen Max jetzt einfach wegfahren. Er darf uns nicht sehen, Leute. Okay, er fährt weg. Er fährt schon mal weg. Sehr gut, Leute. Und der Security geht rein. Warte mal, ich glaube, der ist sogar bewaffnet. Oh, oh. Also natürlich, wenn wir jetzt da hingehen und der Security uns sieht, wird er direkt Max sagen, dass bei ihm jemand eingebrochen hat. Wir können es natürlich auch auf die nette Art und Weise mal probieren. Erstmal rausfinden, wer das ist, Freunde. Wie gesagt, ich habe irgendwas vergessen. Ich bin Kollege von Max. Sorry. Runter hier. Ich habe was vergessen. Ich war gerade bei Max und ich habe mein Portemonnaie liegen lassen dort drin. Ja, alle waren bei Max. So, runter hier. Okay, sorry. Aber ZZ, beim nächsten Mal habe ich Schussfreigabe. Alter, was? Wieso hat er das so krass gesichert, Freunde? Geisteskrank. Okay, also der Security macht keine Fuck. Okay, der zieht immer noch, Alter. Der ist auf jeden Fall hartnäckig. Guck mal, ich verstecke mich, der guckt mich immer noch an. Alter. Der zielt immer noch. Was ist mit dem los? Okay, jetzt hat er sich weggedreht. Wir müssen uns einen Plan machen, wie wir da reinkommen, ohne erwischt zu werden, Freunde. Ich sag euch ehrlich, da er uns jetzt kennt, wird uns niemals reinlassen. Ich werde jetzt kurz mir irgendwie eine Verkleidung besorgen und da reinfahren. Vielleicht soll es Postbote, Paketbote oder ich sag, ich habe Tuning-Teile, Leute. Ich weiß ganz genau, wo ich das ganze Zeug besorge, Leute. Let's go. So, Leute, ich habe mir ein Postbotenfahrzeug organisiert. Ja, mit den Klamotten hat es nicht so gut geklappt, Leute. Ich hatte nichts Besseres. Wenigstens habe ich eine Brille und bin nicht direkt auffällig. Okay, ich bin eigentlich sehr auffällig, aber manchmal ist auffällig auch unauffällig, Leute. Wir fahren jetzt als Postbote dahin, vor den Laden, sagen, ey, iCramix Tuning-Teile Lieferung, der wird uns bestimmt hier reinlassen und dann werden wir ihn ganz leise eliminieren, so dass er nichts mitbekommt und wir das erste Auto klauen. Oh Gott, ups, Entschuldigung. Ups. So, Leute, der Postbotenwagen fährt nicht so gut. Wir fahren jetzt ran. So, ganz entspannt ranfahren. Ab! Post ist da, Tuning-Teil der iCramix Customs, Paulberger. Ich wurde nichts gesagt über eine Lieferung, aussteigen. Ja, moin. Ah, das Auto drehen. Wie, das Auto drehen? Einsteigen. Ja, das Auto drehen. Ja, okay. Ich will nein, aussteigen. Ach so, ins Auto drehen. Ach so, seien Sie doch gleich. Ja, okay, Entschuldigung. So. Ich werde es einmal durchsuchen. Ja, oh Gott, ich hoffe, er findet nichts. Ich habe eigentlich gut versteckt. Oh Gott, ich habe so viel dabei. Bleiben Sie da stehen. Ja. Sagen Sie ruhig, iCramix Paulberger Teile sind da. Ja, ich rufe den jetzt auch an. Gott, Leute, ich hoffe, ich glaube, Max wird selber nichts wissen, aber er wird bestimmt sagen, ja, bestimmt kann sein. Er hat vergessen, dass er was bestellt hat. Ja. Lieferung hier. Er hat bestimmt vergessen. Was haben Sie geliefert? Paulberger Custom Teile für Tuning, Breitbau und alles Mögliche. Breitbauteile. Okay, das muss gut gehen, Leute. Drückt mir bitte die Daumen. Ja, Sie dürfen alles hier vor dem Laden abliefern. Alle Pakete, dann hauen Sie ab. Alles klar. Vor dem Laden. Nicht reinkommen. Ja, okay. Oh Gott, Leute, vor den Laden. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir brauchen irgendwie einen interessanten Move, Leute. Womit er vielleicht nicht rechnet, Freunde. Als erstes machen wir hier die Türen auf. Ich habe ja auch gar nichts dabei. Wenn ihr das anguckt, ich habe nichts im Wagen. Entschuldigung. Sir, da stimmt was mit der Ladung nicht. Können Sie mal kurz gucken? Gucken Sie mal, da ist irgendwie nichts drin. Da ist drin. Ja, Max, damit hast du nicht gerechnet. Da bin ich. Und ich werde mir direkt den McLaren Porsche, sage ich schon, Peach Edition holen, Leute. Erstmal hier aufschießen, so. Das hat er auch bei meinem Auto gemacht. Dann darf ich es auch bei seinem Auto machen. So aufgebrochen.
oh, oh Gott. Irgendein Alarm ist da gegangen. Oh Gott, wir müssen schnell weg, 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 Alter, okay, da ist doch eine Alarmanlage, aber wir sind schon weit weg. Wir sind weit weg. Alter, wie laut ist die? Oh mein Gott, die ganze Nachbarschaft hat jetzt mitbekommen, dass da ein Einbrecher war. Das ist vielleicht nicht so gut, aber wir müssen erstmal das erste Auto verstecken, Freunde. Ich bin wieder im Business, Leute. Russig, der Autodieb ist am Start und wir parken das Auto schön hier rein. Hier wird es niemand finden und ich sag euch ehrlich, hat er gut gemacht. Sieht gut aus, hat er gut getuned. Paul Berger, ja, schön. Schöner McLaren, Leute. Aber ja, schöner wird's, wenn er nicht weiß, dass er weg ist. Wir gehen jetzt rüber zum Autohaus und gucken, ob da irgendwas passiert ist, Leute. Ob da jetzt viel mehr Security ist oder sonst was. Okay, Leute, wir fahren jetzt rüber zum iCrimex Paul Berger Customs hier. Und gucken mal an, ob da was passiert ist. Oh, oh mein Gott. Ist da viel Polizei. Alter, ich glaube, er hat davon mitbekommen, dass ich ein Auto geklaut habe. Ist ein bisschen schief gegangen. Hoppala. Oh, oh, wir hören mal hin, was sie da sagen, Leute. Ich kann die hey, so bring die Autos in Sicherheit, ja? Ich will die hier nicht haben. Am Ende wird hier noch was geklaut oder so. Was, jetzt haben wir die Polizei abgeklärt. Wir werden das Auto bis morgen früh bei Polizei lagern. Ja, das ist optimal. Das verdammt, ist optimal, Mann, ja. Leute, guck mal, das FIB ist da, Polizei ist da. Und die werden das Auto abschleppen, Leute. Oh mein Gott. Und der Lamborghini von Max ist nicht hier, Leute. Das heißt, er hat ihn irgendwo auch versteckt. Er ist wieder im Laden. Okay, die fahren drauf auf dieses Ding. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass hier eine kleine Verfolgung sein muss. Wir verfolgen gleich mal das Auto und gucken mal wirklich, wo sie es hinbringen, Freunde. Oh Mann. Okay, Leute, sie haben das Auto jetzt aufgeladen. Da vorne, oh mein Gott, mit FIB-Begleitung. Alter, also das muss ein wertvolles Auto sein. Wir versuchen mal da hinterher zu fahren. Guck mal, wo sie es hinfahren. Oh Gott, ich kann da jetzt aber nicht eingreifen, Leute. Oh mein Gott. Alter, ey, was hat er denn für Connection, mit das FIB ihm sogar hilft? Ich frage mich halt jetzt, ob sie das Auto zum Polizeirevier bringen oder doch woanders. Oder wollen sie es komplett wegbringen? Ich weiß es nicht, Leute, wir verfolgen die jetzt erstmal ein bisschen. Oh mein Gott, aber ich kann nichts machen. Ich bin machtlos, Leute. Wenn ich schieße, kann ich das Auto vergessen, Leute. Oh Mann, ey. Alter, okay, Leute, es stimmt wirklich, die fahren zum PD. Okay. Ja, gut. Oh Mann, ey. Das wird auf jeden Fall etwas... Hier, oh mein Gott, guck mal, wie viele Polizeiautos hier auch schon sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll ich da am besten einbrechen? Okay, die fahren jetzt rein. Oh Mann, okay, das wird gar nicht so einfach. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich glaube, der einzige Weg, hier das Auto zu holen, ist... Oh Gott, hört ihr die Sirenen überall? Alter, wie viel Polizei für ein Auto von Max? Das kann... Oh Gott. Wie viele Polizeiautos kommen dann noch? Okay. Übertreibt doch direkt die Lage. Die sichern hier wirklich das ganze Gelände ab, Alter. Krass. Hey, du da. Ja, hallo. Was machst du hier? Ich laufe spazieren, Sir. Hier wird heute nicht spaziert. Weitergehen, ne? Ja, ja, alles klar. Okay, Leute, das sieht gar nicht gesund aus hier. Guck mal, wie viele Einsätze. Die Leute steigen sogar aus, zielen. Ey, die bewachen das ganze Polizeirevier. Ich sag euch ehrlich, manchmal im Leben muss man auch was Riskantes wagen. Ey, der eine FIB-Typ fährt hier gerade hinten rein. Vielleicht ist das meine Chance, in die Garage reinzukommen. Wartet mal, wenn ich den eliminiere, dann komme ich vielleicht rein. Ja. Okay, Leute, sogar Polizeihelikopter sind am Start. Wartet mal, meine einzige Chance ist, jetzt hier reinzukommen. Sir! Sir! Hä? Öffnen Sie sofort die Garage. Sofort die Garage öffnen. Junge, du machst hier echt einen Fehler, ne? Okay, Entschuldigung. So, wir nehmen den Schlüssel, Leute. Wir gehen rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das war echt ein Fehler, aber ich... Oh Gott, ich habe direkt... Okay. Da ist einer drin, ne? Okay. Nimm das. Guck mal, ich mache Ablenkungsmanöver. Ich mache hier Gas ein bisschen raus. Und jetzt, wenn er drauf guckt... Oh Gott. Ich habe nicht so viel Zeit. Oh. Ich glaube, das hat geklappt, Leute. Wir müssen schnell den Ferrari klauen. Einsteigen. Oh, oh. Der Ferrari wird ja geklaut. Leute. Oh mein Gott. Wie viele Polizisten hier. Alter. Ich komme hier nicht mal rausgefahren. Oh Gott. SWAT-Einheit, alles. Was geht hier ab für ein Film? Oh mein Gott, bitte geht schnell runter. Alter.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das Auto wird auf jeden Fall einen deftigen Schaden mitnehmen. Okay, wir müssen einfach nur abhauen, Leute. Bleiben Sie stehen. Oh Gott, so viel Polizei hinter dem Auto her. So, wir müssen jetzt aus der Stadt. Oh Gott, hier sind noch mehr Polizisten. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Leute, wenigstens alles noch gut. Oh mein Gott, Straßensperre. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Okay, ich muss denen die platten Reifen schießen, Leute, damit die mich nicht so gut verfolgen können. So, okay, ich glaube, wir sind gut unterwegs. Okay, da vorne ist noch mehr Polizei. Nochmal eine Straßensperre. Wir fahren einfach die um nach rechts hier. Zack. Okay. Halt das Auto an. Oh mein Gott, Leute, das sieht gar nicht gut aus. Ich will doch nur... Ey, würden mal die Polizisten so viel Einsatz für meine Taki-Autos holen? Wow! Oh! Und tschüss. Oh Gott, haben wir den abgehangen? Okay, wir müssen irgendwie raus hier. Wir müssen irgendwie raus hier. So, weg, 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 weg. Und, oh nein, Platterreifen, Platterreifen, Platterreifen. Okay, wir haben ein gewaltiges Problem, Leute. Wie entkomme ich am besten jetzt der ganzen Situation? Oh mein Gott. Okay, das war's schon wieder. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Weg, 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 weg. Oh Mann, ich werde es nicht schaffen. Leute, ich fahre wieder in die Stadt rein, aber die Polizei ist immer noch hinter mir her. Oh nein. Es gibt nur einen Weg, Leute, den jeder GTA-OG-Player kennt, um hier die Polizei abzuwimmeln. Und zwar, wir müssen den geheimen Gang nehmen. Oh Gott, viel zu viel Polizei, viel zu viel Polizei. Reindriften, clean, 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 clean. Und rein hier in den Tunnel. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das könnte es klappen, das könnte klappen. Oh, oh. Okay, die Sterne blinken, die Sterne blinken. Hier können wir wirklich entkommen, Freunde. Alter, was war das denn? Wieso gibt sich die Polizei so viel Mühe, diese Autos hier zu klauen, beziehungsweise zu beschützen? Oh mein Gott, ich werde jetzt erstmal warten, bis die Polizei abgehangen ist. Und dann müssen wir noch das letzte Auto uns organisieren. Okay, Leute, wir haben keine 5 Sterne mehr. Das Auto ist komplett demoliert. Das hat auf jeden Fall bitter eine Reparatur nötig. Aber das kriegen wir schon wieder hin, Leute. Oh mein Gott, Gott sei Dank sind wir entkommen. Aber als erstes müssen wir jetzt hier rauskommen und rausfinden, wo das letzte Auto von Max ist. Leute, wir haben die Polizei abgewimmelt, haben uns umgezogen, ein Auto geschnappt und fahren jetzt einfach rüber zu Max, weil, wie wir mitbekommen haben, sein McLaren ist geklaut, sein Ferrari ist geklaut. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Warum liegt hier ein Baby? Okay. Entschuldigung. Das war auch komisch. Touren ist da. Oh, so ein Touren da ist, können wir nichts machen. Ich glaube, der wird sofort zu uns riechen. Yo, was Moin, was geht, Freunde? Ja? Ich habe mitbekommen, irgendwie die Paulberger Autos wird ausgeraubt, ne? Alter, ja, ist total nervig. Ey, mir wurden schon 2 meiner Autos geklaut. Ja, ja, krass, Alter. Hm. Was hast du? Ich glaube, es riecht nach Grill, ne? Hä, was machst du da? So, ich wollte den Grill anschmeißen. ja, und sonst alles gut bei euch, Freunde? Wieso liegt dein Baby in der Einfahrt? Ach, das ist eine lange Geschichte. Aber so, okay. Das ist mein letztes Auto, was ich noch hab. Die anderen das Autos letzte wurden mir geklaut. Auto. Ja, Bro, ich fühle das. Meine Autos wurden auch geklaut, Bro. Alter, so nervig hier. Wir kommen gleich wieder, Jungs, ha? Okay, Turin haut ab. Das ist perfekt, Leute. Turin, das ist aber mein Auto. Ja, okay, nimm's. Ja, Max, lass uns doch mal reinlaufen, ne? Wir können uns ja über das ganze Zeug diskutieren, ein bisschen reden, quatschen drinnen, ja? Ja, gerne. Komm mit, gerne. Komm mit, komm mit. Leute, ich werde ein bisschen ablenken und dann, wenn ich einen guten Move habe, um den Schlüssel zu nehmen und einfach das Auto zu klauen, werde ich es klauen. Und wenn er sagt, was soll das? Er hat bei mir die Autos geklaut, also. So, ja, ey, tut mir echt leid, dass deine Autos geklaut worden sind. Sollen wir, damit es dir besser geht, vielleicht ein bisschen im Pool chillen gehen oder so? Nein, dadurch geht's mir doch nicht besser. Bro, bisschen Ablenkung, bisschen Whirlpool. Guck mal da hinten, schön im Whirlpool, bisschen entspannen. Die Polizei macht doch ihren Job Ahnung. Und so, weißt ja, du? Die Polizei macht gar keinen Job, deswegen habe ich ja schon Touren drauf angesetzt. Ah, du hast Touren. Ach so, du hast Touren drauf. Genau. Ja, ja, das ist gut. Warte einfach hier. Ich hole noch kurz ein bisschen was aus dem Kühlschrank, ein kühles oder sowas, weißt du? So eine okay, kühle ja. Paulberger Limo. Nicht, dass noch. Ich hole mal so lang kurz was, ja? Ja, Leute. Gut, okay. Okay, wir lenken ihn ab. Solange er hier draußen ist, können wir schön gucken, wo der Hausschlüssel ist. Beziehungsweise, Hausschlüssel, sag ich schon, der Lambo-Schlüssel, Leute. Wir tun so, als würden wir in die Küche laufen. Laufen aber hier rum. Wären dann schön, dass wir zum Eingang gehen. Max ist hier draußen auf der Terrasse. Hier muss irgendwo der Schlüssel sein. Vielleicht in so einer Jacke. So, wir gucken mal. Okay, ja, ich habe den Schlüssel, Leute. Wir laufen jetzt raus, werden den Lambo klauen und dann einfach abhauen. So. Nein, in den Wagen und weg. Ey,
machst du? Max, das ist für die Taki-Autos. Ich war das doch gar nicht. Leute, wir hauen ab. Ich hab die Autos geklaut. Okay, let's go. Okay, er weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich die Autos geklaut habe. Aber ich meine, was will er jetzt machen, Leute? Ich fahr jetzt hier einfach weg, Freunde. Alter, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben alle Paulberger. Wow. Alter, Max. Gib mir mein Auto wieder. Oha, Max, was soll das? Warum schießt du? Warum machst du das? Weil du meine Autos geklaut hast. Hab ich nicht. Na, natürlich. Ich habe alles über Überwachungskamera gesehen. Du hast meine Lambos, mein BMW. Oh mein Gott. Das weiß ich nicht. Ja, Max, das kannst du jemand anders erzählen. Das ist... Oh Gott. Okay, geht's dir gut, Max? Mir geht's gut. So, dir geht's aber gleich nicht mehr gut. Max, Alter, was soll das denn? Oh Gott, Leute, wir müssen abhauen. Max ist wild geworden. Aber ey, was soll das? Kriegst du niemals. Gib mir mein Taki-Auto. Ich hab's doch gar nicht. Oh Gott, Leute. Oh Gott, wir hängen ab. Ich glaube, der ist gecrashed. Oh Gott, nein, er kommt wieder, Leute. Ich dachte, ich hab Ruhe. Oh Gott. Das Auto. Oh, der Reifen ist geplatzt. Oh. Ah, Max, entspann dich. Oh Gott. Oh. Nein. Das Auto. Das hängt. Max? Geht's dir jetzt gut? Jetzt wirst du sehen, Junge. Max? Okay, es ging zu weit, Max. Tut mir leid. Pass mal auf, jetzt hier, ey. Jetzt hast du meinen Wagen geschrottet, Junge. Du hast ihn selbst geschrottet, du hast ihn abgeknallt. Du hast es gemacht, Bro. Ey, Leute, Crimex hier. Hä? Was geht ab, ihr Paulberger? Du bist ja echt ein Crimex. Oh, Max, kann ich Autogramm haben von dir? Warte mal, wer bist du denn, Alter? Ich bin großer Fan und ich wollte immer sein wie du, deswegen habe ich mal so ein Video gemacht wie du. Pranks, die zu weit gehen. Und was hast du getan? Ich habe deine Autos geklaut. Ich bin der Beste. Warte mal, wenn du Max bist und er Max, wer ist jetzt der echte Max? Ist doch klar, wer der echte ist. Warte mal. Aua. So, das passiert mit Fakern, Junge. Max, das heißt, du hast nicht mein Auto geklaut? Nein. Also nicht direkt. Wie? Ja, ich hab Leuten, die bei dir die Autos gekauft haben, die Autos geklaut, aber nicht direkt bei dir. Max, ich sag dir so, wie es ist, also es tut mir leid, aber guck mal, wer ich jetzt bin. Alter. Ich hab die Klamotten von ihm weggenommen, damit er uns nicht mehr faken kann. Der ist bewusstlos. Ja, das ist gut. Max, also ich kann es erklären, ich dachte, aua! Ich hab die Autos nur genommen, weil ich dachte, du hast bei mir die Autos geklaut. Nein. Ja, okay. Toll. Jetzt sind alle meine Autos weg, oder was? Nein, ich hab die noch, aber der Lambo ist, glaube ich, kaputt. Na, verdammt nochmal. Und ich glaube, dein Urus ist auch kaputt. Na, egal, lass ich reparieren wieder. Na gut, okay, dann werde ich dir die anderen Autos zurückbringen, Bro. Leute, was war das denn für eine Wendung? Es war wohl ein Fake-Acramix, der bei mir beraubt hat, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da und wir fahren jetzt erstmal weg. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.